Ja, es ist sicher schön, eben, dass einem so etwas Retro gegeben wird, weil man vergisst so viel Schweiß und zum Teil auch Tränen oder Blut, wo man halt im Training braucht auch. Und dass man dann so, dass wieder Retro überkommt, eben gerade von den Leuten, wo man sonst nicht so viel sieht, das ist sehr schön. Wir sind uns da nicht sicher gewesen. Wir haben eigentlich vorher gehabt, dass wir noch nie gewesen sind. Und wir sind dann schon eher überrascht gewesen, aber es ist natürlich ein super Abschluss für uns jetzt für die perfekte Saison. Es hat mich ehrlich gesagt sogar überrascht, dass ich überhaupt nominiert worden bin, weil ich jetzt nur noch Amateur mache. Also am Anfang war ich schon recht nervös gewesen. Nach dem Interview dann da ist, bin ich eigentlich locker gewesen. Haben mich auch gefreut und das können geniessen. Es ist wirklich etwas Spezielles, wenn man mal mit Freude und Applaus empfangen wird. Das ist nicht immer der Fall wie Schiedsrichter, darum geniesst man umso mehr in dem Moment. Man muss selber motiviert sein, sonst muss man sofort aufhören. Und da bin ich praktisch vor jedem Training. Oder? Und es fordert mich eben auch, weil ich jedes Training wieder ein bisschen anders gestalten muss. Und mit den verschiedenen Athletinnen und Athleten, mit jedem Einzelnen auch vom Programm her, individuell teilweise arbeiten. Und das ist interessant. Und vor allem auch an den Schwächen weiterarbeiten, denn dort kann man am besten und die grössten Verbesserungen anbringen.